Ihr bleibt auf 18. Schön, dass wir auf die Heizung jetzt fertig ist. So, ganz klein anfangen über. Okay, ready? Ready. Okay, Neckarwasser und Soda. Jetzt Vitamin C. Oder hast du schon drin? 8 Gramm Vitamin C. Noch riecht es nach nichts. Doch, es riecht irgendwie nach Laugencroissant. Und ich glaube, es liegt daran, dass der Laugencroissant eben daneben lag. Wie viel Gramm Vitamin C? 8. Da bin ich auch Kräutertee. Wir könnten auch eine Kräuterteeentwicklung machen. Den man eigentlich hätte entwickeln müssen bis ungefähr 1986 oder so. Ja. Was natürlich auch echt ein totaler Superwitz ist, wenn da auch noch Bilder rauskommen. Ab jetzt fängt der interessante Geruch an. Also ist ja leider keine Geruchskamera. Das gab's einmal. Odorama. Ja. Am Schluss stand das Kino immer nach Kaugummi. Super, das ist nämlich schon jetzt 20,5, also perfekt. Lass ich nochmal kurz hier drinne, weil das Soda macht das ganze Zeug nämlich immer um 1 oder 2 Grad wärmer, komischerweise. Was sagt der Chemiker dazu? Salze, wenn sie sich in Wasser lösen, tun zu 80% die Temperatur verändern. 10% kälter, der Rest wärmer. Ich liebe diese Erklärung, das ist super. Da. Das sieht für mich aus wie 20,5. Fast 21, ist also perfekt. Das machen wir jetzt mal hier. Ich stelle das nochmal auf die Erde. Oh, sieht das toll aus. So ganz. Schnell. Zwei macht ihr immer, ne? Zwei von jedem Schritt oder sowas. Ja, unterschiedlich. Ja. Man kann auch, also ab 6 merkst du, dass es ein bisschen zuckt, kann man so als Regel nehmen. Also 2 oder 3 kann man locker immer mindestens machen. Okay. Und so ein bisschen zucken ist auch okay, ja. Weil dann hat man etwas länger, dass das so steht. Weil du kannst es auch, wenn du zum Beispiel 12 mal auslöst, kannst du dir vorstellen, was dann eine halbe Sekunde oder so. Dann hättest du so. Ja, wäre auch schön. So. Das Wasser steht noch. Ah, okay. So, das Ding? Ja. Das hat jetzt nämlich 20,5 Grad, also ziemlich perfekt. Schauen wir mal. Ah. 21.
Und los. Ich wollte schon mal einen Lappen kacken. Ja. Halt eigentlich ganz gut. Also es wäre doof, wenn es jetzt wegsplashen würde, aber okay, du hast alles unter Kontrolle, dann wasche ich nämlich schon mal das Zeug. So, der Kaffee kommt jetzt zu mir, wo er hingehört, und zwar ins Klo gleich. Fertig entwickelt. Kann man nur einmal benutzen. Das typische Rülpsgeräusch. Schütteln, aber. Okay. Der Schluck wird mit. Machen wir es wieder mit Gästen. Ja, dann bist du auch mal los. Erstmal, das kommt jetzt ins Klo. Brauchen wir nicht mehr. Dann kommt Wasser, dann gerne. Wenn man kein fließendes Wasser hat, ist das kein Problem. Dann macht man sich das selber fließend. Ungefähr 5 oder 6 Mal immer frisches Wasser und weg. Und jedes Mal ist es etwas transparent. Das heißt, der Kaffee verlässt den Film. Ein und dann ist es fertig. Das ist echt eine geile Suppe, ich liebe es. Erstmal fixiere rein. Habe ich auf 10 Minuten gestellt. Ja. Und werden. Eine Stunde, 10 Minuten. Das ist wieder dieser komische Stau. Bubble-Stau. Puh, spannend. Super klasse. Und schnarrengelb. Also ich würde sagen, Neckarwasser ist echt eine ziemlich gute Substanz. Das ist ja, das sind ja Kontraste, das ist ja hier, das ist eines echt der eines der besten Puderkons. Kriege ich das auch wieder von den Fingern weg? Ich glaube, jetzt hat man es. Ja. Das heißt, das ist jetzt die Hälfte von euch und die andere Hälfte ist das Richtig viele Flaschen einfach nicht auf. Und dann ist es natürlich schwierig, das zu fühlen. Dann musst du die dann da irgendwie so reinpassen. So, bitte? Genau, 2 gibt es. Und hier ist dann nochmal 1. Ah ja, genau. Ja, und dann. So? Genau, bis es fest. Ja. Und das muss dann da ran. So. Okay, und dann kannst du runterhacken. Und auf geht das nur mit dem grünen Ding wieder. Und dann schmierbeln. So ein bisschen hin und her und dann. Wenn es angeraut ist, dann sieht man das auch. Also ein bisschen rau wird das dann so. Beide nach unten haben letztendlich.
Und der Weiße muss über den Schwarzen dann landen. Ja, das ist der echt. Genau, und dann, was kannst du machen? Dann einfach, also kannst ruhig mehr drauf knallen als, also das dann kurz hoch drauf knallen und dann das Weiße rüberschieben. Das ist zur Not mit dem Fingernagel, dass es wirklich rüberkommt, so. Und dann schnell pressen. Ich nehme das mal ab. Und ungefähr so 20 Sekunden pressen und dann müsst ihr es halten. Dann können wir so nach und nach alle Filme aneinander kleben und alle zusammen gucken. Ach, ich habe noch gar kein Quarkbällchen gehabt.